wenn man dann so um Mitternacht nach Hause kommt oder schon später ist, speziell im Winter, ist es schon sehr, wird es schon so unheimlich ein bisschen. Du gehst da ganz alleine, es ist ruhig, es ist finster, du musst schauen, dass du zum 5-Minuten-Licht hinkommst, teilweise mit der Taschenlampe noch, oder wenn ich dann ums Eck gehe, dann schaue ich immer, ob da nicht wer steht, weiß man ja nicht. Na, und schaue auch, dass ich schnell dann in meiner Wohnung bin. Küche habe ich selbst bemalt, die war mal früher dunkelbraun, dann habe ich sie selbst gestrichen. Ich wollte eine neue Küche, aber durch das, dass wir ausziehen müssen, kaufe ich mir hier keine neue Küche mehr. Früher hat man sich eben getroffen am Waschbecken bei den Basener und da hast du miteinander geplaudert, weil die haben ja auch, viele Leute haben ja draußen das Klo gehabt und dadurch war immer eine Bewegung im Gang. Ne? Das ist ja jetzt alles nicht mehr. Ne? Die barmherzigen Brüder wollten immer schon das Haus haben. Also seit ich hier wohne, war immer schon die Rede, sie wollen es kaufen. Ich verstehe es, dass sie ausbauen wollen, ich verstehe es, aber nicht auf meine Kosten und auch nicht, dass der Makler glaubt, er verdient auf unsere Kosten. Mhm. Das geht nicht und das ist auch der Meinung der anderen. Bei mir hat er ja angeboten, wenn ich ausziehe, ich könnte mir ja auch bei den Barmherzigen einen Kredit nehmen. Habe ich gesagt, das ist aber jetzt nicht in der Ernst. Ich soll mir einen Kredit nehmen, damit ich die Wohnung räume. Und dann hat er gesagt, ja, er hat mir gesagt, na glauben Sie, die Barmherzigen haben einen Sack da, jeder kann da reingreifen, wie er will und sich rausholen, was er will. Habe ich gesagt, na, aber das, was mir zusteht, und das, ja, das ist einmal. Ich bin alleinstehend, ich habe meine Pension, aber ich muss auch haushalten. Ne? Ich kann mir nicht eine Wohnung leisten, wo ich jetzt auf einmal 1200 Euro Miete zahle. Mhm. Das kann ich und will ich mir auch gar nicht leisten. Das kann ja nicht sein, dass einfach unser Geld weniger wert ist wie einer Geld. Wenn man die Wahrheit sagt, braucht man keine Angst haben. Trotz aller Barmherzigkeit ist mir das Geld bei dreifacher Miete noch zum Leben.